Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine aufgebrauchten Sachen. Sehr viel diesen Monat. Im Monat November. Und zwar einmal Gillette Wilkinson 5 Rasierklingen aufgebraucht. Das ist der kleine Knirps im Beutel, wo ich das reinpacken will. Dann Allzwecktücher mit Aloe Vera Duft. Die waren sehr gut, brauche ich ja immer auf. So, dann habe ich hier TTZ Erkältungsbadesalz aufgebraucht. So, einmal aufgebraucht. Dann haben wir hier von Kaufland saugstark Küchentücher aufgebraucht. Sonst brauchen wir nicht so viel Küchentücher auf, aber diesen Monat war schlimm. Dann Erkältungsbad Arzneimittel von DM. War auch sehr gut. Eigentlich kennt ihr das schon fast alles. Hier haben wir einmal diesen Sprüher von Glade aufgebraucht. Der riecht sehr schön jetzt zu der Jahreszeit. Würde ich nachkaufen. Denn von Gut und Günstig Hygienespüler. Der war gut. Nutze ich immer Hygienespüler. Brauchen wir viel auf. Dann Vanell Weichspüler. Also wir haben ganz viel Weichspüler diesen Monat aufgebraucht. Ist mir aufgefallen. Werdet ihr jetzt sehen. Ich mag Weichspüler. Also können viele sagen, was sie wollen. Ich nutze sowas. Den Softlan Weichspüler, den habe ich damals immer gerne genommen. Nämlich immer noch gerne. Ich wechsle gerne ab. Der riecht auch richtig gut. Ich mag Kokos. Oh ja. Ganz doll nach Kokos. Würde ich nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Fahr einmal dieses Duschgel. Ich zeige euch das noch mal genauer. Dieses Winterduschgel, das habe ich schon länger. Wollte ich aufbrauchen, habe ich aufgebraucht. Würde ich nachkaufen. War sehr schön. Ich hoffe euch stört die Waschmaschine nicht. Dann haben wir Taschentücherboxen ganz viel aufgebraucht. Die stehen überall. Ich war nämlich ein bisschen erkältet. Nein, kein Corona. Ich habe Tests gemacht. Ich hatte eine Erkältung. Weißer Riese. Die Pads waren auch sehr schön. Würde ich auch nachkaufen. Aber ein paar sind noch. Denkt mit, Allzwecktücher, Limette waren auch sehr schön. Ich mag die Tücher. So, guck mal, hier ist noch so eine Taschentücherbox. Ne? Richtig schön. Ich glaube, die ist vom Polen sind die. Großen Bein. Denn einmal Batterien aufgebraucht, die großen. Wie heißen die? AA, sag ich dazu mal. Die Fußmaske. Die riecht richtig schön, mag ich. Habe ich noch da. Von Müller die Handmaske, war auch sehr schön mit Aloe Vera.
würde ich auch nachkaufen, aber wir kommen da so schlecht hin. Wir wohnen weiter weg. Die Augenpatches von Essence, die Pac-Man, die waren nicht so schön. Denn hier die Augenpads, ich glaube die grünen, die waren sehr schön von Beauty. Dann haben wir hier eine Maske, die war gut. Und die Lippenmaske von Balea war auch sehr schön. Dann habe ich dieses Duschgel aufgebraucht. Feeling. Das war auch sehr schön. Vom Geruch und so. Aber ich habe auch einen gehabt, das war nicht so schön. Denn hier so ein Paket Toilettenpapier, so ein riesen Paket, 12 Rollen. Haben wir einmal. Denn diese Allzwecktücher. Oh, haben wir. Oder ich so viel aufgebraucht. Weil ich so viel gemacht habe. Denn diese Allzwecktücher. Ich mag die Allzwecktücher, egal welche. Denn eine mittlere Zahnbürste einmal aufgebraucht. Also jetzt. Denn diese Gel. WC-Einhänger, die neuen, einmal aufgebraucht, da waren 3 Stück drin, haben wir von Polen. Dann kommt noch mehr Beispiele. Ich habe zu viel gewaschen. Hier einmal vom Polen, den mag ich ja, die Beine. Und diesen, da könnte ich mich reinlegen. Oh ja. Mal gucken, wann wir wieder hinfahren. Denn ein Kalker einmal vom Polen. Dann hatte ich hier so ein von Exleta. Dieses Body Gel On. Das fand ich nicht schön. Würde ich nicht nachkaufen. Gibt es aber auch nicht mehr. Denn ein Wintermoment Kakao-Dusche aufgebraucht von Nivea war sehr schön. Würde ich nachkaufen. Gibt es, glaube ich, auch. Dann habe ich hier von Chia, also von Polen, ein Duschgel. Das war sehr schön. Würde ich nachkaufen. Aber wir fahren dieses Jahr nicht mehr nach Polen. Denn einmal hier ein Badesalz, das war ein grünes, das war sehr schön zum Geruch. Würde ich nachkaufen, ich mag. Einmal ein von Hydrofugal mein Duschfrische Deo aufgebraucht. Fokus will heute nicht. So. Einmal von Oreme 3, die Wassermelonen, Zahnpasta aufgebraucht. Ich komme schon nur ins Stocken. Ich konnte auch in der Zeit keine Videos drehen jetzt, wo ich erkältet war. Jetzt geht es schon. Ein bisschen Husten zwischendurch. Dann habe ich hier Zopfgummis aufgebraucht. Besser gesagt, meine Katzen, die sind Zopfgummi fixiert, die mögen das. Machen wir mal weiter. Haben wir hier ein Duschgel, Cremedusche, die ist auch schon von der älteren Weihnachts-LE. Die war auch sehr schön. Würde ich mir nachkaufen, gibt es aber leider nicht dieses Jahr. Dann habe ich hier von Dumol diesen White Raum Erfrischer. So richtig schön, würde ich nachkaufen. Aber ich habe noch. Muss man ein bisschen aufbrauchen.
Soft und sicher feuchtes Toilettenpapier immer aufgebracht. Frühlingstraum. War sehr schön vom Geruch. Dann einmal ein Wäscheparfüm hier von Blink aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, ob ich letzten Monat so viel wie das ist aufgebraucht, aufgedreht habe. Hier habe ich mehrere von aufgebraucht. Und zwar die Katzenminzkissen. Die nehmen meine Katzen immer. Dann habe ich hier extra White Apple Kaugummis aufgebraucht. Mag ich. Kaufe ich auch immer nach. Dann diese. Die waren ganz angenehm. Die waren vom Teddy. So viel zu, damit man ein bisschen kauen kann. Dann habe ich hier ein Dein Kauf tut Gutes. Limited Edition Vanille und Mandel von Shea. Ein Duschgel. War gut. Ich habe ein bisschen was an Duschgelen Proben aufgebraucht. Dann habe ich hier diesen Raumerfrischer. Halulu Dream aufgebraucht. Oh, das blendet. Das tut mir leid, wenn ja. Dann habe ich hier ein Duschgel Time to Till. Ich kann kein Englisch. Duftet nach süßer Kirsche. Ja, das war auch richtig schön. Würde ich nachkaufen. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen aus dem Adventskalender von letztes Jahr aufgebraucht. Creme Dusche. War sehr schön. Die habe ich zweimal aufgebraucht. Ich mag die. Dann habe ich von Richards ein Badesalz aufgebraucht. Das war auch sehr schön. Würde ich nachkaufen. Ich weiß gar nicht. Dann habe ich hier von Isana lebt die Erde eine Spülung aufgebraucht. Aber ich habe auch das Shampoo aufgebraucht. Wie gesagt, vielleicht habe ich das den Monat davor aufgebraucht. Machen wir mal weiter. Mülltüten 5 Liter aufgebraucht. Vom Action. Sind sehr gut. Nehmen wir fürs Katzenklo. Isana. Pflegedusche mit Pfirsich und Kokosnussöl. Mit Arganöl. Die war sehr schön, würde ich nachkaufen. Aber ich habe gar nicht so viele von Isana gesehen. Dann habe ich von Avomi, heißt das? Diesen Italien, glaube ich, heißt das. Raumduft einmal hingestellt. Aufgebraucht noch nicht. Ich zeige euch das nochmal. Denn und diesen. Ich wollte euch nur die Verpackung, damit ihr wisst. Aber ich zeige euch das nochmal. Dann habe ich einmal dieses Badesalz Magic Frosty aufgebraucht. Mag ich, würde ich nachkaufen. Habe ich noch. Dann habe ich hier ein Duschsalz-Peeling aufgebraucht. Das war auch sehr schön. Sehr schön. Würde ich nachkaufen. Gibt es aber nicht mehr. Dann haben wir hier ein paar Badekugeln. Da sieht man das nicht. Hier sind nur so Punkte drauf. Hier, wie gesagt, das war eine große Kugel aus den Projekten. Das zeige ich euch auch noch. Das wird ein Tag wird später online kommen. Aber es startet schon, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Zopfgummis, große für die Katzen. Eine Sprudeltablette vom Balea.
Der Fokus will heute nicht. So. Und einmal in Zitrone. Na, Fokus. Runter. So. Dann habe ich aussortiert den Balea Kokos Lippenpflege, weil die ablaufen ist. Dann habe ich hier noch 2x5 Liter Müllbeutel. Da sind immer drauf 30 Beutel. Ein Badestern vom Balea aus dem Adventskalender, der war sehr schön. Einmal eine Creme Dusche Schokolade, die war richtig schön vom Geruch. Würde ich mir nachkochen, gibt aber nicht. Dann eine Lippenpflege Magic Time, auch abgelaufen, aussortiert. Einmal ein Duschgel noch, das war auch sehr schön, das war ja so ein Dreier-Set. Würde ich nachkaufen. Dann habe ich hier 20 bis 25 Liter Müllbeutel einmal aufgebraucht. Wir sind fast durch. Das ist diesen Monat sehr viel, finde ich, gewesen. Dann habe ich hier einmal Dresdner Essenz pure Sinnlichkeit aufgebraucht und Dresdner Essenz mit Zitrone einmal aufgebraucht. Und zum Schluss von Dresdner Essenz loslassen. War auch sehr schön. Ich mag Baden. Können andere sagen, was sie wollen. Und zum Schluss habe ich noch Bilou Kaugummis. Einmal die Äpfel und einmal die Tasty Donut aufgebraucht. So, das war mein Aufgebrauch-Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.